Und zwar kam bei mir dieses Paket an. Ein schönes Paket von Hukain. Ich habe da schon mal reingeschnitten, aber ich habe noch nicht aufgemacht und ich habe noch nicht reingeguckt. Also wir haben zweimal The Plug, einmal den Luna und einmal den Orbit und wir haben noch ein Popo Green Water Drip. Wir gucken mal in das Ding rein, weil da verbirgt sich ja, was wir jetzt auch testen wollen. So, The Plug, The Popo und wieder The Plug. Gucken wir uns endlich das hier an. The Plug. Das, wofür wir alle hier sind. Okay, nice. Sehr klassisch gehaltene Kopfform, aber mit einem eigenen Design. Und Depot ist auch sehr cool. Kommt mir das jetzt nur etwas größer vor, weil der Popo sonst massiver ist. Es erinnert sehr stark an die Form von einer Harmony Bowl, aber von einer guten Harmony Bowl. Aber der hier ist nicht zu tief. Der ist so, also mein Zeigefinger passt sehr, sehr angenehm rein. Wie ist es beim Popo? Sehr ähnlich. Also ich glaube, das Depot ist wirklich nahezu identisch zu dem vom Popo. Nur halt eben eine sehr klassische Kopfform. Der Popo hingegen hat ja eine sehr ungewöhnliche Form. Okay, gucken wir uns noch den anderen Colorway an. Und dann wollen wir den auch rauchen. Ui, der ist hübsch. Oh, das ist so ein ganz, ganz leichtes beige-rosa. So, das ist der zweite. Also ich würde sagen, das ist der Orbit und das hier ist der Luna. Wir haben aber natürlich wieder dasselbe Material wie beim Popo. Das heißt, wir haben diesen US Stone Clay. Also wenn ihr hier guckt, die Farbe nahezu identisch. Etwas dunkler, würde ich sagen. Also spätestens, wenn du den in die Hand nimmst, wirst du merken, dass das nicht Low-Quality-Stuff ist. Im Gegenteil. Also ich war ja schon die ganze Zeit von dem Clay vom Popo sehr, sehr überzeugt. Der Clay war ja schon immer sehr geil. Also das Material vom Popo war ja immer hervorragend, auch von den Hitzeeigenschaften und so. Nur hatte der Popo halt immer eine sehr, sehr eigene Form. Die Depotform ist recht ähnlich, aber jetzt, wie gesagt, eher in einem klassischeren Kopfdesign. Ne? Was kostet der? Ich denke mal, der wird sehr ähnlich zum Popo liegen. Ne? Also vielleicht, oh, weiß ich nicht, materialmäßig werden die vielleicht sogar recht nah beieinander liegen. Welchen rauchen wir zuerst? Also weiß ist Luna und der andere ist Orbit. Und 27,50 soll er kosten. Sogar nochmal günstiger als der Popo. Das ist krass. Relativ eindeutig für den Luna. Gut. Mal, wenn ich Weitwinkel anmache, können wir hier sogar noch die Super Close-Ups holen. The Plug. Wenn man das so sieht, sieht das fast nach einem 100-Gramm-Depot aus, oder? Wie gesagt, Depot ist relativ ähnlich zum Popo. Also schätze ich, dass das sich ähnlich gut rauchen wird und ähnlich gut bauen lässt. Ja, vom Gefühl her, vom Reinschaufeln würde ich sagen, ist das ungefähr auf Level vom Popo, ungefähr auf dem Level vom Vandenberg V1. Vielleicht ein kleines bisschen mehr als im Vandenberg V1. Aber auf jeden Fall nicht viel. Dadurch, dass der Durchmesser oben gleich groß ist wie beim Popo, schätze ich, dass da auch genau dieselben HMDs drauf passen. Also ziemlich alle, die für die normalen HMD-Köpfe konzipiert sind. Also alles von Kalaut, Onmo, Nagrani, AO und Co. Das sollte eigentlich alles ohne Probleme passen. So, dann ist das Köpfchen auch schon fertig. Sehr, sehr klassisch, sehr einfach zu bauen. Ist wirklich, also vom Depot her erinnert es mich wirklich sehr stark an den Popo. Passtest von dem Onmo passt auf jeden Fall sehr, sehr nice da drauf. Und dann schmeißen wir hier mal Kohle rein. Zwei Stück rein, eine auf Kipp. Hm, noch nicht ganz da, aber fast. Im Vergleich, Lashlip, Funnelloch weiter unten und Depot noch weiter unten. Also da muss viel mehr Tabak rein. Also Plug und Lashlip finde ich schon weit genug auseinander. Definitiv. Von der Performance bis jetzt, wir haben jetzt gerade angeraucht und so die ersten 10 Züge genommen, wo ich sagen würde, der ist wirklich voll da. Kein Drücken, kein Kratzen beim Anrauchen, alles wie gewohnt. Also Performance, der ist wirklich sehr, 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 sehr nah am Popo dran. Wenn ihr schon eine Armee an Popos habt, dann braucht ihr wahrscheinlich keinen Plug. Aber wenn ihr sagt, oder anders gesagt, wenn ihr einen Popo habt, aber ihr findet diese klassische Kopfform auch nice, dann könnte er definitiv was für euch sein. Also ich finde es geil, dass es jetzt praktisch die Qualität vom Popo, das Depot vom Popo, nochmal in einer anderen Form gibt. Etwas mehr Tabak drin als beim Vandenberg. Das heißt, hinten raus könnte der etwas nicer performen als der Vandenberg. Und ansonsten wisst ihr ja, Vandenberg und Popo sind wahrscheinlich meine zwei meistgerauchten Köpfe. Auf Platz 3 wäre der Shishaya Haifen. Könnt mir aber gut vorstellen, dass der The Plug jetzt den Haifen ablöst. Und von der Performance,
vom Depot und von den ganzen Eigenschaften eines Kopfes, würde ich sagen, sind Popo und Plug sehr, sehr nah beieinander. Also wirklich nah beieinander. Also wie wir sehen, haben wir hier erstmal den The Plug ohne Noppen. Ich weiß nicht, ob der The Plug nochmal als Modell mit Noppen kommt oder ob das dann nochmal ein neuer Kopf wird. Könnte aber ganz interessant sein, weil wenn da noch ein paar große Noppen im Depot sind, heißt das natürlich auch, dass da noch ein bisschen weniger Tabak reingeht. Ne? Also das könnte noch sehr nice sein. Also The Plug Plus ist der mit den Noppen dann. Dann habe ich wohl hier den normalen The Plug. Und der Plus soll dann hier im Depot noch so Noppen haben. Also stellt euch wie hier so eine Tropfenform vor, die dann so rundrum da drinne sitzen. Und dadurch, dass natürlich die Noppen ein bisschen Volumen im Kopf nehmen, haben wir weniger Platz, der bleibt für unseren Tabak. Heißt also im Umkehrschluss, weniger Tabak im Kopf. Hitzeverteilung könnte auch sein, allerdings liegt ja der Tabak nur an einer anderen Stelle. Also die Auflagefläche verändert sich ja nicht großartig. Weißt du? Also wie viel das für die Hitzeverteilung macht, weiß ich nicht. So, wie Sie sehen, Köpfchen ist durch. Der Plug hat auf jeden Fall gut durchgehalten. Performance-mäßig, rauchdauermäßig fühle ich da wirklich kaum Unterschied zum Popo. Das heißt, ich bleibe bei meiner Aussage von vorhin. Wer den Plug interessant findet, aber schon einen Popo hat, braucht nicht unbedingt einen. Das ist sehr, sehr ähnlich zum Popo. Allerdings jetzt in der Form von einem ganz, ganz klassischen Funnel, was ich sehr cool finde. Gerade auf großen Pfeifen könnte der Plug auf jeden Fall geiler aussehen als der Popo. Jetzt haben wir die Wahl der Qual. Es ist, finde ich, so eine kleinere Veränderung zum Popo. Weil wie gesagt, vom Rauchverhalten, Depot und Co. sehr, sehr ähnlich. Aber die Form ist ein bisschen anders. Hat bei mir gut durchgehalten. Ihr wisst ja, ich bin schon sehr, sehr großer Fan vom Popo. Deswegen überrascht mich das auch nicht, dass der Plug jetzt auch geil beim Rauchen war. So viel auf jeden Fall zum Eindruck von meinem ersten Köpfchen mit dem neuen Hukain-Kopf.